Ich habe auf Twitter eine kleine Umfrage gemacht, welchen Charakter ihr denn als nächstes sehen wolltet, und mir war klar, dass ihr Serena sehen wollt, aber ich habe das nur gemacht und jetzt kommt der schlaue Move, um hier zu dem Video einblenden zu können, dass ich Twitter habe. Oh man, das ist echt ein bisschen billig, wenn man drüber nachdenkt. Also, nein, also ich habe Twitter, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, wäre cool, wenn ihr mir da followen würdet, da bleibt ihr nämlich immer aktuell und demnächst, jetzt da Pokébank da ist, gibt es vielleicht wieder ein paar Wi-Fi-Battles im Stream und deswegen wäre es cool, wenn ihr mir auf Twitter followt und vielleicht auch auf Twitch, ist unten in der Videobeschreibung, aber ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Bis gleich. Tschüss. Gott, ich schäme mich. Ich bin richtig billig. Das war richtig, richtig billig. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute machen wir uns an 10 Fakten über Serena. Ja, die gute alte Serena, der wohl mit beliebteste Charakter momentan überhaupt. Und ich dachte mir mal, jetzt hier nach den letzten zwei Jungs, da könnte auch mal ein Mädchen dran kommen. Und ich habe übrigens ein bisschen gesucht, bis man da Bilder findet für ein Thumbnail, welches nicht unbedingt ein Hentai ist. Sowas möchte ich ungern in meinem Verlauf drin haben. Aber, wie gesagt, ich habe mir mal wieder ein bisschen Mühe gegeben. Ich hoffe natürlich, dass ich auch einige Fakten gefunden habe, die ihr noch nicht kanntet. Das war bei Serena, muss ich sagen, für das, dass sie eigentlich ein relativ bekannter Charakter und beliebter Charakter ist, gar nicht mal so einfach. Ist ja halt noch nicht so lange dabei. Aber ich hoffe natürlich, dass ich einige gefunden habe, die ihr noch nicht kanntet. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Fakt Nummer 1. Und der wäre sie. Die gute alte Serena ist die einzige Person, die direkt von Ash gefragt wurde, ob sie denn mit ihm reisen möchte. Es war bei keinem anderen Begleiter so. Das war weder bei Rocco, noch bei Misty, noch bei Maike, noch bei Max. Max mag eh keine Sau. Noch bei Lucia oder Iris hieß ja, glaube ich, aus der 5. Gen. Niemand wurde persönlich von Ash gefragt, ob sie oder er mitkommen möchte, außer Serena. Der Boy wollte sie halt wahrscheinlich doch ein bisschen. So, weiter geht's. Fakt Nummer 2. Und zwar, jeder weibliche Charakter, der Ash begleitet hat, den Ash begleitet hat? Ne, der Ash begleitet hat, ja. Und zwar wäre das Misty, dann wäre es Maike, Lucia oder auch Iris. Alle haben sich mit Ash gestritten. Serena war die einzige, die sich nicht mit Ash gestritten hat. Dabei gibt es aber eine kleine Ausnahme. Und zwar hat sie da Ash dann was mal so ein bisschen fertig gemacht, um ihn so ein bisschen aufzupäppeln wieder. So ein bisschen, um ihn quasi zurückzuholen, könnte man sagen. Aber sonst, man muss aber auch sagen, es passt auch gar nicht. Also so ein Streit mit Ash, klar, man kennt es von Misty oder so. Aber Serena hatte einfach nicht den Charakter zu. Und deswegen, sie ist die einzige quasi, die überhaupt nicht mit Ash gestritten hat. Die waren immer Best Buddies. Gut, sie ist auch die einzige, die auf ihn steht, also könnte vielleicht daran liegen, man will sich ja nicht verkacken. Fakt Nummer 3. Und jetzt so, boah, Fakt, Alter. Die hat ihr Aussehen geändert, Alter. Habt ihr nicht gewusst? Nein, Spaß. Also, viele wissen ja, die den Anime geguckt haben. Serena hat ihr Outfit geändert und komplett umstrukturiert und auch die Haare geschnitten und war ja damit quasi die einzige Person, die überhaupt den Haarschnitt geändert hat, beziehungsweise auch die ihr wirkliches Outfit während der Reise geändert hat. Das Interessante dabei, und das war nämlich nicht der Fakt, das wusstet ihr nämlich wahrscheinlich alle schon, der Fakt ist, warum hat sie denn überhaupt ihre Klamotten geändert? Klar, in der Story oder so war es halt eine Typenveränderung. Allerdings war das Umziehen quasi eine Anlehnung an das Customization-Feature aus X und Y. Da konnte man ja auch seinen Charakter quasi individuell anziehen, wie man möchte. Denn auch die Teile, die Serena anhat, stehen alle auch für einen Teil, welches man im Spiel tatsächlich kaufen kann. Finde ich ziemlich cool. Wie viele von euch gehen jetzt nochmal zu Y und kaufen sich alle Teile nach? Bin gespannt. Ich mach's nicht, weil ich spiele kein Y mehr. Fakt Nummer 4. Und zwar, wir bleiben gleich beim neuen Outfit von Serena, denn da hat sie auch eine wunderschöne Tasche. Und wenn ich euch die Tasche mal zeige, ihr müsst schon sagen, die hat eine Ähnlichkeit. Damit war es, denn die Tasche ist angelehnt an einen Heilball. Was auch nochmal schön zeigt, denn Serena hat in einer Folge, war es glaube ich, ich glaube nicht, war im Film, war glaube ich in einer Folge, unter anderem hat sie sich auch als Nurse, also als Krankenschwester verkleidet und daher ist sie auch, oder ist ihre zweite Tasche auch quasi an einen Heilball angelehnt. Auch interessant. Fakt Nummer 5. Im Normalfall haben deutsche Namen oder englische Namen oder japanische Namen immer was anderes. Nehmen wir als Beispiel Ash, heißt ja im Japanischen eigentlich Satoshi. Bei Serena ist es nicht so. Serena heißt tatsächlich im Japanischen ebenfalls Serena. Oder ich weiß nicht, ob man so ausspricht, aber sie heißt auf jeden Fall auch im Japanischen Serena. Und das ist auch nicht unbedingt so häufig, dass es vorkommt. Aber die heißt auch Serena. Da machen die, da fanden wahrscheinlich die Japaner oder so, oder die Amis, nach denen die Deutschen, glaube ich, unter anderem ihren Dub quasi umändern, fanden den Namen wohl auch ziemlich cool und sind bei Serena geblieben.
Fakt Nummer 6 und jetzt gehen wir zu einer Schiene hin, wo ich keine Ahnung eigentlich von habe, und zwar zum Training Card Game von Pokémon. Denn jeder Begleiter, den Ash hatte, hat auch mindestens eine Karte. Außer Serena. Es gibt keine, zumindest zu dem Zeitpunkt jetzt, zu dem ich das Video hier aufnehme, guckt aufs Datum, falls es inzwischen eine gibt, es gibt keine Karte zu Serena. Keine Trading-Karte, keine Trainerkarte heißen die ja, glaube ich. Ich kenne mich da nicht so geil aus. Oder nicht so ganz aus. Aber tatsächlich, es gibt keine Karte zu Serena. Und das wundert mich doch tatsächlich ein bisschen, dass Serena ja eigentlich mit eigentlich nur der beliebteste Charakter ist. Dass sie noch keine Karte hat, wundert mich. Vielleicht kommt irgendwann noch eine dazu. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Karte. Und damit ist sie auch der einzige Begleiter. Fakt Nummer 7. Und da wir jetzt schon im Trading-Card-Game waren, da wir schon in den Spielen waren und da wir schon im Anime waren, gehen wir jetzt noch zu dem, was fehlt. Und zwar zum Manga. Was natürlich klar wissen, Serena ist natürlich, es gibt auch ein Manga-Pendant dazu und das ist Y. Man hat es ja schon in den vorherigen, ja wie soll man sagen, in den vorherigen Generationen, dass es im Manga-Paar, es gab auch einen Diamant, einen Platin, ich glaube, Diamant gab es Perl. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, Lucia war ja sogar Diamant oder so, da bin ich mir nicht sicher, aber wie gesagt, Serena ist Y und Y, falls euch mal interessiert, wofür der Name steht, der steht in der Tat für Yvonne. Serena wurde übrigens tatsächlich auch am Anfang, als alles angekündigt wurde, als Yvonne betitelt. Wieder was gelernt. Fakt Nummer 8 und wir bleiben ebenfalls gleich im Manga, denn tatsächlich Serena wollte im Manga, oder nein, Yvonne müssen wir jetzt sagen, die Yvonne, wobei eigentlich Yvonne ist Serena, deswegen, wollte im Manga nicht eine Pokémon, Gott, wie hieß das nochmal, ich glaube Pokémon-Performerin werden, sondern tatsächlich eine Himmelstrainerin. Ihr wisst schon, falls ihr eine Nuzlocke in X und Y mal gespielt habt, das sind die Trainer, gegen die man nie kämpft, weil man da meistens nur ein einziges Flug-Pokémon hat. Das wollte sie werden. Dann Fakt Nummer 9. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass sie im Anime eigentlich eine Pokémon-Performerin werden wollte. Was ich an der Sache interessant finde, ist, sie muss keine Bänder oder Orden oder Button oder sowas sammeln, sondern in der Tat, um an einem Turnier zugelassen zu werden, muss sie Schlüssel sammeln. Und das finde ich in der Hinsicht ganz witzig, weil es eine kleine Anspielung auf Klefki ist. Klefki sollten alle kennen, und das heißt ja im Deutschen Klavion. Nee, warte mal, Klefki? Klefki heißt, glaube ich, Englisch und Klavion ist Deutsch, ne? Wobei ich bei den zwei finde ich immer noch, die klingen andersrum besser. Aber ja, tatsächlich, sie muss Schlüssel finden und das ist auch nochmal eine schöne kleine Anspielung an Klavion. Auch ganz cool. Und damit machen wir uns auch schon an den letzten Fakt. Fakt Nummer 10. Wir gehen wieder in den Manga, zur guten Yvonne, denn die Yvonne-Serena hat es als einziger Charakter überhaupt geschafft, ein legendäres Pokémon zu fangen. Und zwar hat sie im Manga ein Xerneas gefangen. Das ist schon mal krass, aber wenn man dann mal dran denkt, wie sie denn das Xerneas genommen hat, und zwar der, oder nee, wie sie es genommen hat, nee, wie sie es benannt hat, jetzt driftet es aber ein bisschen in eine falsche Richtung ab. Denn ihr Xerneas heißt Xerxer. Das ist kein Witz, das Ding heißt Xerxer. Sie hat unter anderem im Manga auch ein Rihorn, was im Englischen ja Rhyhorn heißt. Und es heißt Rhyrhy. Serena, Yvonne, daran arbeiten wir noch ein bisschen. Aber das waren jetzt auch schon die 10 Fakten. Ich hoffe natürlich, dass es einige gab, die ihr nicht kanntet. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare jetzt wieder reinschreiben, welchen Fakt ihr kanntet und welchen nicht. Prinzipiell ein bisschen Feedback ist immer schön. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ich da einige Kommentare lesen kann. Ich hoffe natürlich, euch hat es wieder gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.